Seid ihr herzlich willkommen, ein Liebesorakel. Bei diesem Orakel handelt sich um ihn. Was ist los mit ihm? Die Männer sollen natürlich umdenken. Dieser Legesystem ist astrologisch aufgebaut. Hier in der Mitte ist ein Kreis und symbolisiert sein Inneren, seinen Gedanken und seinen Gefühlen. Die anderen Karten sind zum Planeten zugeordnet. Erstmal schauen wir an seinen Gefühlen. Die Mäuse bedeuten, dass etwas zum Verloren geht. Weil dort, wo die Mäuse erscheinen, fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Entweder können helfen, weil die Mäuse können Unsicherheit oder Eifersucht oder so etwas auch entfernen, aber manchmal löst es aus, dass er Verlustangst hat. Er hat Angst, dich zum Verlieren, weil die Mäuse können etwas symbolisch entfernen. Seinen Gedanken sehen wir hier. Es handelt sich um diesen Hund. Das kann Haustiere natürlich auch sein. Hund, eventuell Katze. Aber bedeutet auch Freundeskreis, Bekanntenkreis. Vielleicht manche Freundschaften hat er beendet, weil die Mäuse können Freunde auch entfernen. Dieser Hund bedeutet auch die Treue. Und das beschäftigt ihn auch in seinen Gedanken und hat Angst, dass du vielleicht jemand kennenlernst, du bleibst nicht treu bei ihm und er verliert dich. Also all diese Dinge beschäftigen ihn. Hier sehen wir Merkur-Symbol und das bedeutet die Kommunikation zwischen euch beiden. Was möchte er vermitteln? Oder welche Erwartungen hat er? Hier sehen wir die Fische. Die Fische symbolisieren Geld und Arbeit. Das hängt zusammen. Kann sein, dass er darüber spricht. Was aber die Beziehung betrifft, kann diese Karte auch die inneren Werte und Wertschätzung auch bedeuten. Dass er sagt, du bist für ihn wertvoll. Eventuell kann diese Karte bedeuten, dass er dich finanziell unterstützt. Venus-Symbol zeigt dich als Frau oder symbolisiert Thema Liebe. Hier, dieser Bild zeigt die Hoffnung, dass alles gut geht, aber kann eine Reise auch sein. Entweder möchte er mit dir verreisen oder wenn er weiter weg wohnt, will er dich besuchen. Oder kommt eine Einladung und möchte, dass du ihn besuchst. Vielleicht diese Finanzkarte bedeutet, er finanziert diese Reise. Hier ist die Mars-Symbol. Das bedeutet seine Kraft oder seine Männlichkeit. Wo setzt er seine Kraft ein? Er steht hier im Mittelpunkt und möchte sich behaupten in allen Lebensbereichen. Hier ist die Jupiter-Symbol, bedeutet Glück oder Chancen, eventuell eine rechtliche Lage. Wo hat er Glück oder was macht ihm glücklich? Diese Karte symbolisiert einen Park. Das kann natürlich die Natur auch sein oder bedeutet dieses Bild die Öffentlichkeit. Er möchte in Öffentlichkeit erscheinen, weil er braucht Ansehen und Anerkennung.
Hier ist Saturn-Symbol und das hat einen Einfluss auf sein Schicksal oder auf euren Schicksalswegen. Saturn ist auch der große Lehrmeister. Was ist seine Lernaufgabe? Dieser Buch kann Schulungen auch bedeuten, aber zeigt oft auch Verschlossenheit. Das kann bedeuten, dass er nicht immer alles erzählen soll, in Freundeskreis, Bekanntenkreis. Kann auch bedeuten, dass er misstrauisch ist und er meint, du verheimlichst etwas vor ihm. Und dieser Gedanke ist absolut unnötig. Uranus-Symbol sehen wir hier und das bringt Veränderungen, unerwartete Ereignisse und die Sterne bringen Glück, also kommt eine glückliche Wende. Die Sterne und das Buch kann Lernen auch bedeuten in eine spirituelle Richtung. Neptun zeigt seine Träume. Was ist sein Traum? Dieser Ring zeigt die Verbindung zwischen euch beiden, eventuell Verlobung. In beruflichen Ebenen kann Verträgen bedeuten. Und hier ist Pluto. Was gibt ihr Kraft, Macht? Was ist ihm so wichtig, dass er davon überzeugt ist, das muss er unbedingt erreichen. Die Veränderungen. Entweder verändert sich beruflich etwas oder er zieht um oder seine Einstellung, sein Aussehen ändert sich. Er kann sich auf jeden Fall besser behaupten, das sehen wir hier auch. Er steht hier im Mittelpunkt. Was euch beide betrifft, er hat Angst, dich zu verlieren, kommt zu einer Reise und auch Wertschätzung, eventuell finanzielle Unterstützung. Das war eine allgemeine Legung. Es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen. Was ist los mit ihm? Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder wenn euch dieses Video gefallen hat, das auch liked. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.